Oder liegt was Süßes? Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu unserem kleinen Let's Play. Und ich habe euch beim letzten Mal nicht ohne Grund versprochen, entweder machen wir heute was Cooles oder ihr habt was zu lachen. Die Maschine passt gut zu meinem Anzug. Wir starten eine kleine Nebenmission und zwar die RCG Rally. Du hast 120 Sekunden, um 24 Checkpoints zu passieren. Du kannst sie in beliebiger Reihenfolge abfahren. Passiere den ersten Checkpoint, dann läuft die Stoppuhr. Es ist natürlich ziemlich viele Sprüngerei dabei, aber wir haben unsere Lebensenergie aufgefüllt bekommen. Das ist nett. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da am besten anfange. Wir müssen auf dieses Dach hoch. Und natürlich steht da erstmal knallhart ein Auto im Weg. Wir müssen warten, bis das weg ist, leider. Weil ich muss über diese Rampe. Aber ich glaube, das geht eh am besten von hier aus. Übertrieben viel Anlauf muss ich eh nicht nehmen. Jetzt steht da schon das nächste Auto. Es ist ein Traum. Wenn es so schon losgeht, kann es eigentlich nur gut werden. Aua, ich bin aber angeeckt. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich habe da eventuell die Zeit ein bisschen verkackt jetzt. Okay. Aber in der Regel... Ich weiß halt noch nicht, wo die Handbremse ist. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Nicht dagegen fahren, bitte. Die normale Bremse kenne ich, aber die Handbremse ist ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir schon hin. Okay, ab geht er, der Peter. Oh, 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 hast du das gesehen? Oh, oh, ha, Ecken, Ecken, Kanten. Alles schlecht. Alles schlecht. Aber ich bin bisher, toi toi toi, noch nicht vom Moped gefallen. Nur vom Glauben falle ich regelmäßig ab. Also insgesamt 24 Checkpoints, aber es läuft ja eigentlich gut. Ich habe eigentlich nur Angst vor dem Finale. Das Finale kenne ich nämlich noch gut. Das ist immer der Punkt, wo ich meistens verdaddel. Alles andere läuft nämlich eigentlich gerade optimal, finde ich. Jetzt habe ich den Checkpoint hier nicht gekriegt. Da könntest du auch ausrasten. So, los geht's. So, der letzte Sprung ist nämlich immer der gefährliche bei dieser Nebenmission. Aber ich glaube ganz fest daran, dass ich nichts hinkriege. Nein, 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 nein! Ah, jetzt läuft nämlich die Zeit. Jetzt läuft die Zeit uns davon. Wir haben vielleicht noch einen guten Versuch. Wenn wir es dann nicht schaffen, müssen wir es nochmal machen. Aber 10 Sekunden. Das schaffe ich im Leben nicht. Nein, das schaffe ich nicht. Ich habe es verkackt, Freunde. Ich habe es verkackt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hatte zu viel Speed drauf. Ich sag's ja, der letzte Sprung ist eigentlich der schlimmste und gefährlichste und unschönste und... Aua. Aber ich würde das gern nochmal machen wollen. Einfach damit wir es geschafft haben. Hier geht's jetzt ums Prinzip. Also nochmal volle Röhre zurück. Das machen wir nochmal. Der letzte Sprung ist nämlich gefährlich, weil du kannst halt, also zumindest so wie ich das fahre, kannst du den Sprung nicht mit einem Speed einfach durchziehen. Du musst auf diesem Zwischendach zum Stehen kommen und dich neu positionieren, damit du es hinkriegst. Zumindest habe ich das immer so gemacht. Und bin damit auch gut gefahren, aber... Das war schon immer eine Mission, die ich eigentlich noch nie beim ersten Durchlauf hingekriegt habe. Es ist immer der letzte Checkpoint, der besonders hässlich ist. Aber für unseren ersten Durchlauf bei der Nummer... Ah! Ey, 69! Für den ersten Durchlauf bei dieser Nummer war das eigentlich ganz okay. So. Die Einweihung brauchen wir nicht nochmal. Die Einweisung meinte ich. Die Einweihung ist auch gut. Guck mal, die Polizei will direkt mitmischen, ist mir aber auch egal. Diesmal weiß ich, was ich tue und diesmal wird es richtig gut werden. Das spüre ich im Nacken. Du hast soeben Schmiergeldsymbol aufgehoben. Ja, wie das Schmiergeldsymbol funktioniert, ist klar. Wenn du Sterne hast, drüber laufen, drüber fahren, ist alles erlaubt. Und dann geht ein Stern flöten. Oder posaunen, je nachdem, welches Instrument gerade am Start ist. So, aber diesmal sind wir deutlich besser. Wir mussten noch nicht nachkorrigieren. Das sollte uns die Zeit verschaffen, wenn ich nicht so einen Mist bauen würde, dass wir nochmal einen zweiten Versuch haben, wenn ich es nicht auf Anhieb gleich geregelt kriege, wie es sein soll. Ein bisschen Fehlerspielraum hat man auch in der Tat immer bei dieser Mission. Ich habe auch immer noch nicht herausgefunden, wo die Handbremse ist, aber mitten in so einer Mission das Testen ist auch blöd.
Die normale Bremse muss uns also genügen, nichts mit um die Ecke driften. Nicht gerade an dem... Das ist nicht mein Ernst jetzt. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. So, und jetzt müssen wir nämlich Folgendes machen. Wir positionieren uns hier ganz am Ende dieses Dachs. Und fahren mit Highspeed hier rüber. Und da haben wir es geschafft. Mission erfüllt. $1000 neuer Rekord. Und alles ist einfach super. So, das wollte ich unbedingt machen. Das war mir wichtig. So, wir haben zwei Missionen. Wir haben hier einen Telefonauftrag. Und wir haben den Anwalt. Ich würde aber erstmal den Telefonauftrag machen wollen, weil ich weiß gar nicht, was hier überhaupt vor sich geht. Guten Tag. Was ist los? Der Pizzalieferant. Mr. Thiel, your help in eradicating those out-of-towners was invaluable to business. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Die denken, ich bin der Koch? Carl Pearson, Pizzalieferant, schalte ihn aus, bevor er seine Lieferung abschließt. Aha, der war also nicht nur ein einfacher Koch, der mit Drogen dealt, sondern der war auch noch nebenbei ein Hitman? Das ist ja ein Hitman. Der Hitman ist ein Hitman, verstehst du? Ach, egal. Okay. Ein Pizzalieferanten sollen wir ausschalten. Das ist in meinen Augen eigentlich Hochverrat. Man kann auch keinen Pizzalieferanten killen. Warte. Ich hab die Handbremse gefunden. Und den Pizzamann. Ja, das ist blöd gelaufen für dich, dass du mir hier entgegenfährst. Tut mir leid. Oh, da liegt was Süßes. Das war eine schnelle Nummer. Hat mir gefallen. Könnte ruhig alles immer so easy laufen, ne? Gut. Dann fahren wir jetzt mal rüber zu unserem Anwalt, weil wir haben gerade keine andere Telefonmission, aber warum auch nicht. Wir haben $5000, das bedeutet, wir haben erstmal ein kleines Vermögen schon mal aufgebaut. Es tut mir alles so leid, dass ihr auf dem Gehweg geht, ist eure Schuld. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt haben die mich völlig aus dem Konzept gebracht hier. Ein Traum wird wahr. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls, ach ja, wir kaufen uns die Hütte. Wir kaufen uns eine Immobilie. Das Hotel ist zwar auch sehr schön, aber ich möchte lieber was Eigenes. So, wir kaufen uns jetzt um die 1102 Washington Street. Hier kaufen wir uns ein fettendes Apartment drin. Außerhalb einer Mission kannst du dein Spiel hier umsonst speichern. Aber ich glaube, die Waffen und so spawnen hier nicht, oder? Ich glaube, das ist kein Waffenspawn-Versteck. Schade Schokolade. Naja, was soll es? Wir gehen jetzt direkt mal rüber zu unserem Anwalt. Nicht mich anfahren, ich bin lieb. Was gibt's denn noch zu tun bei dir, mein Freund? Aufruhr. Avery goes without saying. Tommy, Tommy, any progress? No, 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 no. Tell me later, tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Der scheint ziemlich knete zu haben. Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Oh, der hat aber auch die Schnauze voll. Sei doch froh. Der Typ scheint richtig Asche zu haben. Wenn das so ein Immobilienhai ist, ist das eigentlich ein guter Kontakt. Und der hat mir ja gerade quasi gesagt, pass auf, wenn du fertig bist, kannst du vorbeikommen. Ich habe noch mehr Arbeit für dich. Das ist doch cool. So, unser Anwalt hat uns geraten, wir sollen ruhig mal bei Raphaels reinschauen. Also fahren wir nicht zur Mission, sondern erstmal bei dem vorbei. Ich will aber eigentlich meinen schönen Anzug aufziehen. Amanda. Was kriege ich denn für Klamotten? Bestimmt irgendwas richtig Hässliches. Bikini oder sowas. Ich will mich gar nicht im Bikini sehen. Oh, ich sehe aus wie ein Bauarbeiter. Aber Hauptsache mein Hemd wieder drunter. Oh, schön.
Aber ich würde so gerne irgendwo ein Hemd kaufen, das haargenau so aussieht. Einfach nur, damit ich so aussehen kann. Ich meine, solche Hemden gibt es zwar wie Sand am Meer, aber keins, das haargenau so aussieht. Ich will ein Tommy Vercetti-Hemd. Aber gut, wir sehen jetzt aus wie ein Bauarbeiter. Haben ein wunderschönes Auto geklaut. Endlich habe ich wieder ein Gefährt, das zu mir passt. Als echter Lord musst du schon ein bisschen aufpassen, was du fährst. Du kannst nicht jeden Hundeschlitten fahren. So. Schön aufpassen. Du, das ist jetzt aber nicht meine Schuld. Das lasse ich mir jetzt nicht auf die Fritten schmieren. So, was ist hier los? Gewerkschaftsaufstand oder was? Fange mit mindestens 4 Arbeitern Streit an, um einen Aufruhr zu starten. Ja, du stinkst, du stinkst, du stinkst und du bist einfach nur blöde. Und du bist auch doof. Hilfe! Massenprügelei. Oh, 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 die greifen ein. Das ist der Moment, wo ich auch eingreifen muss. Ey, der schießt! Wenn du jemanden ausschalten oder eine Waffe trägst, lässt er sie fallen. Ach nee, wenn du jemanden ausschaltest, der eine Waffe trägt. Du kannst auf explosive Fässer schießen, aber bleib auf Distanz. Oh, das war sehr distanziert, muss ich schon sagen. Wir machen mal einen kleinen Familienausflug hier hinter die Ecke. Um uns das hier zu schnabulieren. 12 von 100 Pakete haben wir somit. Doch auch ganz gut. Sind die Arbeiter noch da und böse auf mich? Wir sollen nämlich die Firma hier eliminieren. Dann nehme ich das noch mit dazu. Und da haben wir es. Tschüss. Mission erfüllt. Das gibt satte 1000 Dollar. Und guckt mal auf der Karte. Du kannst jetzt Aufträge von Avery Carrington annehmen. Genau, das ist eigentlich eine schöne Sache. Aber, bei mir gibt es immer ein Aber, ich will den Auftrag... Was denn jetzt? Overall bei Tooled Up im Northport Einkaufszentrum erhältlich. Und ein Telefon auch noch, ich bin so gestresst. Hallo? Hola, is this Mr. Vercetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Der Colonel. Yeah, I remember. Mr. Vercetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat, huh? Okay? Good day, Senor. Cortez möchte auch was von uns wissen. Wir könnten jetzt hier eine Mission annehmen, aber das möchte ich gerade nicht machen. Wir laufen erstmal hier auf diese interessante Baustelle. Was wollen die denn hier bauen? Auf jeden Fall sind sie noch nicht weit, kann man noch nicht wirklich sagen. Wir müssen mal schnell auf die Baustelle. Hier gibt es nämlich auch noch ein Päckchen und das möchte ich mir gerne gönnen. Und danach, bevor wir irgendeine Mission angehen, tut mir leid, ich bin ein eitler Mensch. Ich nehme keine Mission in diesen Klamotten an. Ich will meinen Anzug zurück. Aber zuerst will ich das da. Das ist mir mindestens genauso wichtig. Dass wir... Oh, hier musst du ja aufpassen, dass du dich nicht volles Fund aufs Maul legst. Hier, pass auf. Obwohl, ich glaube, der Fallschaden war gar nicht so heftig, oder? Das testen wir. Ja! Nee, guck mal, der Fallschaden ist gar nicht so schlimm. Hab herausgefunden, wie man springt. Das macht mich zu einem besseren Menschen. Mir ist auch gerade eingefallen, hier gibt es noch ein Paket. Das holen wir uns auch direkt noch. Was wir haben, haben wir. Hier hinten nämlich irgendwo müsste auch noch eins herumlungern. Ich glaube, hier vorne auf dem Pier war das. Da holen wir uns das Paket nämlich auch gleich noch ab. Dass wir immer mal hier und da so ein kleines Paket uns mit einverleiben. Dann kommen wir der Sache nämlich auch relativ schnell entgegen. Schönen guten Hallo, das ist meins. So, 14 von 100 Paketen, wir kommen doch gut voran. Ich bräuchte mal ein Auto. Weil ich laufe jetzt nicht bis darüber, das könnt ihr vergessen. Hey, aber wir haben 81 Lebensenergie. Und das ist auch cool, der eine jagt den, der andere den. Guter Burger. Der andere braucht auch nochmal eine Nummer. Darf ich helfen? Ich bin so ein guter Mensch, oder? Ich bin so ein guter Mensch. Oh, wartet mal. Wartet mal. Ich will doch was anderes zeigen. Das ist so ein kleines Detail. Was ich immer sehr, sehr, sehr genossen habe in diesem Spiel. Wir nehmen uns den Bus erstmal mit. Da gehört er ja sowieso uns. Und jetzt hole ich mir erstmal eine Pizza. Ich will nämlich eine Pizza haben. Ich habe Geld gefunden durch die Bürgerwehr, also will ich eine Pizza.
So, wir gönnen uns erstmal hier drin fett eine Pizza mit extra Käse, bitte. I need something to eat. Here's your meal, sir. Nom, 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 nom. Und da haben wir direkt unsere Lebensenergie wieder aufgefrischt. Und jetzt passt mal auf, das ist so ein cooles Detail in GTA Vice City gewesen. Wenn man nämlich einen Bus hat und sich einigermaßen in dieser Stadt auskennt, kann man den Polizisten reinfahren und dann schnell dieses Geld hier einsammeln und schon ist die Polizei weg. Das wollte ich demonstrieren. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie hat denn das funktioniert? So nicht wirklich, wie war denn das? Wir fahren einfach mal weiter und suchen eine andere Bushaltestelle. Die soll es ja eigentlich wie Sand am Meer geben. Weil ich meine, mich erinnern zu können, dass man in GTA Vice City tatsächlich mit dem Bus auch Leute mitnehmen konnte. Und dafür auch tatsächlich ein bisschen Geld gekriegt hat. 100% sicher bin ich mir da nicht. Und leider kenne ich auch keine anderen Bushaltestellen. Hier ist noch eine, aber hier stehen halt nirgendwo welche rum, ne? Oder habe ich mich da getäuscht, dass das doch nicht ging? Ich meine, das ging. Kann auch sein, ich habe einfach nur mit den Bushaltestellen echt Pech. Vielleicht finden wir ja mal eine, wo auch jemand steht. Bremsen ist für Weicheier. Wenn man einen Bus hat, ist man der Sieger. Ich weiß nämlich immer gar nicht genau, wo die ganzen Bushaltestellen sind. Die habe ich nie beachtet. Hier ist zum Beispiel auch eine, aber... Hier steht halt keiner. Ich hatte in Erinnerung, dass da Leute stehen, die auch ein- und aussteigen. Gibt es hier alte GTA Vice City-Hasen? Schiebe ich mir hier Filme, die nie existiert haben? Oder ist an der Geschichte was dran? Kann auch sein, ich schiebe mir einfach voll die Filme irgendwie. An den Bushaltestellen steht hier allgemein eigentlich, Entschuldigung, niemand. Oh, diese Blutspur, habt ihr das gesehen? Diese Blutspur einfach. Uff. Uff. Hab ich eine Blutspur gezogen. So, jetzt aber mit Schmackes hier hoch. Wompa. Oder oben auf dem Dach war auch wieder so ein Rampage-Zeichen. Also da kannst du im Prinzip auch wieder Spaß haben. Ich möchte mir jetzt aber erstmal meinen Anzug zurückholen, wenn ich hier auf der Ecke bin. Meine Abendgarderobe. Die sieht nämlich echt schick aus. Und dann mache ich mich wieder in den Bus rein. Dann fahre ich mal langsam in die Straße lang, weil die waren ja bisher eigentlich ganz gut verteilt. Die Bushaltestellen. Kannst du nicht meckern. Mal hier eine, mal da eine, gibt genug davon. Musst halt nur das Glück haben, da auch jemanden zu finden. Weil ich meine mich zu erinnern, dass teilweise da echt irgendwie 3, 4 Leute hintereinander standen, die dann eingestiegen sind. Und du hast, glaube ich, jedes Mal ein bisschen Geld gekriegt, wenn einer eingestiegen ist. Und so konntest du quasi so ein kleines Nebenaktionchen vollführen als Busfahrer. Es kann auch wirklich sein, dass ich mir da was schiebe. Man hat auch im Laufe der Jahre so viele Spiele gespielt. Vielleicht bringe ich da auch was mit einem anderen Spiel durcheinander. Das kann ich jetzt gar nicht so genau euch erzählen. Aber ich habe das gesehen und dachte mir, komm, das ist jetzt dein Leben. Hat leider nicht so gut funktioniert. Wollt ihr mitfahren? Willst du mitfahren? Guck mal, ich glaube, der will mitfahren. Guck mal! Na, habe ich doch keinen Mist erzählt. Guck mal. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel ich gekriegt habe, weil ich nicht drauf geachtet habe. Aber grundsätzlich geht's. Die steigen dann ein und geben dir Geld, weil sie einen Busfahrschein bei dir kaufen. Und dann kannst du die rumfahren. Habe ich doch keinen Mist erzählt. Gut, Ding will einfach nur Weile haben. Langeweile. War das ein schlechter Spruch, oder? Haben wir hier noch irgendwo eine Bushaltestelle, die ich anfahren kann? Danach fahre ich hier auch ins Krankenhaus, versprochen. Also stellen sich die Leute doch manchmal an die Bushaltestelle und warten auf mich. Habe ich keinen Mist erzählt, da bin ich jetzt glücklich. Ich dachte nämlich, ich habe voll den Mist erzählt. Boah, Wendekreis wie so ein Bus. Dafür finde ich jetzt auch keine andere Bushaltestelle mehr. Also ich glaube, das Leben als Busfahrer hänge ich dann doch lieber an den Nagel. Weil ich finde auch wirklich überhaupt keine Bushaltestelle mehr. Aber ich habe bewiesen, dass es durchaus möglich ist. So,
So, lasst mich in Ruhe. Was wir jetzt noch machen, ist hier Bestechungsgeld sehen. Und wir müssen mal gucken, irgendwo hier in der Anlage, ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo hier in der Anlage, gab es doch noch ein Paket. Bin ich mir, sagen wir mal, zu 80% sicher. Warum liegt denn hier Müll rum? Hier, siehste, das nehmen wir noch mit. Das ist unser Abschiedspaket für heute. Und hier in diesem wunderschönen Hinterhof machen wir für heute nämlich schon wieder Schluss. Beim nächsten Mal geht's weiter. Wir sind gerade in der Nähe, deshalb werden wir als nächstes zum Averitt Carrington fahren. Mal gucken, was dieser Baumogul Heinz für uns zu tun hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.